Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich habe gerade das Spiel neu angemacht und habe gesehen, alles was ich gespielt hatte ist wieder weg. Wir müssen komplett Tooling nochmal neu machen. Aber kein Link machen wir trotzdem noch mal. Müssen wir ja logischerweise auch machen. Wisst ihr was? Spaß. Spaß. Ist jetzt tot? Achso, der hat den jetzt komplett getötet sozusagen. Jetzt gucken wir erstmal hier. Unterherstellung. Schlafpfeile. Verschießen Sie Schlafpfeile mit dem Blasrohr, um Gegnerveränderungen gegen Stiefschaf zu versetzen. Berserkerpfeile. Verschießen Sie Berserkerpfeile mit dem Blasrohr, um Gegner in einem Zustand unkontrollierbarer Raserei zu versetzen. Aha. Wurfpfeile, ja. Wie wechsle ich die Munition? Aha. Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ich frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. So. Wie die sich jetzt aber kämpfen? Geh ich hier und markiere alle. Dammit. You're in my sight, sweetheart. Komm. Eiskalt. Schlaf, mein Kindchen. Komm, Edward, ja. So. Hab Dank, aber keine Vergebung. Aber keine Vergebung. Spasti. Fand ich mega frech von dem, ja. Ich werde plötzlich so müde. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Ja, erstmal downhauen. Komm. Kann ich neue Pfeile herstellen, muss ich jetzt wieder einsammeln. Kurz hier hochgehen. Noch mehr Assassinen, die will doch keiner haben. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler, Laurenz Prinz persönlich. Aha. Spasti. Weißt du, lässt mein Mann ja einfach stehen. Ja sicher, Junge. Meist meiner Crew. Keiner wird dir zurücklassen. Hey, was? Ich könnte oben wieder retten. Das ist eigentlich auch sinnlos, ne?
Oder habe ich ihn noch nicht geholt? Habe ich es tatsächlich vergessen? Down. Down. Spaß dir. Geht gar nicht klar, was hier machen. Irgendwie bin ich wieder unsicher. Nicht zu weit springen, ja. Hol sie die Pest, dieses Klappentreiber. Ist so. Der Blaster gefällt mir irgendwie. Was? Am Arsch. Ich dachte eigentlich, dass er hier was macht, aber nein. Hey, ja. Geht ja mal gar nicht, was du machst. Bring dich selber um, spring runter. Ich will mal eben ganz kurz was testen. Herstellung. Kann ich die jetzt herstellen? Ja, kann ich. Nur einen oder kann ich auch alle herstellen? Ach, ich kann nur einen herstellen, ist ja scheiße. Fällst du ganz runter? Bitte. Ach komm. Le Axon, Jetele Akkinsacho. Ma. Vielleicht danke ich dir später, wenn du es schaffst zu überleben. Lol. Was geht mit den Assassinen ab, ja? Spacken, ey. Was ich gut an den Assassinen ist, dass ich dadurch ein paar mehr, naja, bekomme. Du gehst weg. Du auch. Dann gehen wir hier hoch. Dann treten wir nicht zweimal und gehen darüber. So. Mist. Was für ein Schlamassel, hm? Ja, irgendwie schon. Das Blastrohr kann alles. Machst du wenigstens was? Nein, bist du bescheuert? Der Sklavenhändler Prinz. Ich hörte, er hat einen Kaperbrief von Governor Hamilton. Ist das Güte, die dich antreibt? Oder Schuldgefühl? Oh mein Gott. Was ein Arschloch, ja?
hat in seiner Raserei auch mit Verbündeten getötet. Naja, Halbverbündeten. Nee, noch habe ich zu wenig Munition dafür. Jetzt muss ich tatsächlich ins Herstellungsmenü gehen, wenn neue Berserker fett machen. Schlaf halt immer nicht. Kann ich immer nur einen herstellen, das ist doch scheiße, warum nicht alle? Ja, kein Ding. Vielen Dank, Bruder. Haut sie down. Danke sehr. Hey, ich will die anderen auch noch holen. Wer ist da? Siehst du diesen räudigen Hund? Ein Sklavenhändler namens Lawrence Prinz. Er lebt wie ein König auf Jamaika. Der Bastard ist seit Jahren ein Ziel. Verdammt, fast hatten wir ihn. Bei Gott, dein Orden ist ein fröhlicher Haufen, hm? Gerunzelte Stirn und finstere Blicke. Captain Kenway, ihr habt besondere Talente. Danke, Freund. So bin ich halt. Ihr seid grob und arrogant. Stolziert herum in einer Uniform, die ihr nicht verdient. Alles ist erlaubt. Ist das nicht euer Motto? Ich spreche euch von euren Fehlern in Havanna frei. Jedoch seid ihr nicht willkommen hier. Oh, a bet is over here. Schade, Mann. Wünscht es, wenn nicht so. Lustigen Haufen Freunde hast du da. Du verdienst Strenge, Edward. Stolzierst herum wie einer von uns und bringst unserer Sache Schande. Und was ist das? Eure Sache? Einfach gesagt, wir töten Menschen. Templer und deren Kumpane. Sie wollen alle Reiche auf der Welt kontrollieren. Und alles im Namen von Frieden und Ordnung. Klingt wie Ducasses letzte Worte. Siehst du? Eigentlich geht es um Macht. Darum, Menschen zu beherrschen. Unsere Freiheit zu rauben. Noch eine Botschaft von einem deiner Freunde? Ei. Ich zeig's dir. Hm. 500, 500. Okay. 100%, yes, Siggi! Vorsitzender. Ich weiß, dass dich unser Credo nicht beeindruckt. Würde dich der Anblick von Geld etwas aufgeschlossener machen? Wie immer. Dann übernimm diese Aufträge in der Karibik für uns und wir bezahlen dich. So einfach ist das. Cool. Pfeilbeutel, Brüllaffen. Berserker Fall 1, Bullenhai. Und Berserker Fall 2, Kapuzineraffenpilz. Den kann man dir auch theoretischerweise voll machen, wenn wir ein paar Knochen hätten. Hey, was so? Nun folge mir. Es gibt noch ein letztes Geheimnis. Dann lauf schneller hier. Wie bist du schon bei den Assassinen, hä? Ein paar Jahre. Ich traf Atabai in Spanish Town und irgendwas in ihm weckte mein Vertrauen. Eine Art von Weisheit. Ist das alles seine Idee? Sein Clan? Gar nicht. Assassinen und Templer kämpfen schon seit Tausenden von Jahren. In der ganzen Welt.
Die Eingeborenen dieser neuen Welt hatten selbst eine Philosophie, wie unser Credo. Von Anbeginn an. Und als die Europäer kamen, haben unsere Gruppen sich vermischt. Kulturen, Religionen und Sprachen trennen die Völker. Doch es gibt etwas im Credo der Assassinen, das Grenzen überschreitet. Die Liebe für das Leben und die Freiheit. Klingt ein bisschen wie Nassau. Fast. Aber nicht ganz. Ja, das habe ich schon selber herausgefunden, du kleine Doofkuh. Nimm diesen Stein, den du bei der Maya-Stele entdeckst. Doch, Stele! Ich hatte sogar recht, oh mein Gott. Nummer 1. Nur ein paar Dutzend mehr und das war's. Und was springt für mich dabei raus? Respekt für den Anfang. Von den Männern und Frauen, die wegen dir in Gefahr sind. Und falls das nicht genügt, gibt es einen Schatz hinter der Tür. Er ist viele Jahrhunderte alt. Ich schätze, wenn du dir Mühe gibst und auch noch den letzten davon findest, wird es sich schon lohnen. Du segelst zurück nach Nassau? Wenn ich dort einen Auftrag habe, ei. Doch mein Zuhause ist nun hier. Kann ich die anderen nicht auch noch hier reinstecken? Ey, der ist hier draußen. Wir haben wieder weggenommen. Wir sind Diebe. Kann man hier noch irgendwas machen? Nein. Oder? Nein. Das heißt echt Maya Stele. Oh mein Gott, hatte ich so noch recht. Oh mein Gott. Gab's da nicht mal? Eben gucken. Abstergo-Herausforderung, du Abstergo hier. Jäger. Beendet, dann hier unten. Mit Blastrohr erledigen 10 Stück. Mit dem Wurf, okay, das haben wir noch nicht, also mit Blastrohr noch 10 Stück. Ja. Cool. Oder gibt's noch irgendwas für... drei Lagerhäuser plündern, ja, fick dich doch. Das eine ging halt nicht, kann ich auch nichts für. Weg da. Schnellreise. Ach was! Das hätte ich gar nicht vor, das hat sie gar nicht verdient. Bam. Also ist mir jetzt erst die Schnellreise erklärt bekommt, ne? Der Hammer. Mann, der dort. Abend. Ja, ich möchte den See stechen. Ja, komm, lad endlich. Ich hab keinen Bock hier zu laufen. Nee. Kleiner Konvoi. Cool. Da ist wahrscheinlich wieder so ein Teil. Dahin. Und danach gehen wir da auf 500. War das nicht hier? Da auf jeden Fall so. Und wie kommen wir da hin? Da wahrscheinlich so noch. Oh, keine Ahnung. Bin ich gespannt.
Jetzt gehen wir erstmal dahin und tun uns das Attentatsziel. Alles set! Dam, dam. Es ist neues. To you ladies of Spain, for we've received orders for to sail for old England, and we may never see you fair ladies again. We'll rant and we'll roar. Ach, neues Lied ist auch wieder schön. We'll rant and we'll roar all on the salt seas until we strike soundings in the shell of old England. Ihr segelt erst die Trab- und Darmsegeln! Dam, dam, alle Segel werden, da, dam, da, dam, dam, dam. Nein! Oh. Da wollte ich gar nicht hin. Mein eigener Kern ist übersprungen. Mich immer noch interessieren, ob ich einfach so ein Schiff dran schwimmen könnte, hochklettern kann. Das sollten wir echt irgendwann mal testen. Ach ja. Eben noch hier so ein Animus-Fragment. Gestaubt und zurück zu meinem Schiff. Ich finde, das war jetzt gut. Das war nur ein Animus-Fragment, aber wer weiß. Vielleicht hätten uns genau dieses später gefehlt. Man weiß ja nie. Andere Frage, wo ist eigentlich unser Ziel? In den Nassau. Ja, aber da haben wir noch ein Attentatsziel. Wir müssen hier dann noch den anderen Assassinen-Auftrag annehmen. Und wo war das Lagerhaus? Ich glaube, das war da, ne? Ja, da war das Lagerhaus, glaube ich. Oder? Auf jeden Fall sind da auch noch zwei Assassinen-Aufträge. Wo war eigentlich der andere Auftrag von Assassinen-Aufträgen? I don't know. Verdammt. I don't know. Verdammt. I don't know. Verdammt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall dahin. Lehnsegel, wir reiten die Böen! Au. Dum, da, da, dum. Eine Fregatte mit Rum und Zucker. Metall und Rum. Genau, singt mal ein bisschen was hier. Gehen wir entgegen. Den Mordauftrag. Hey. Sturm. Echt jetzt? Ach, sag es nicht. Ich dachte, mit Sturm kann man das trotzdem machen. Zweieinhalb, 2000 Meter noch ungefähr. Meine Güte. Komm schon, schneller hier. Mein Gott. Ja, es gibt immer noch nicht, ich weiß. Okay.
Okay, das ist irgendwie scheiße mit Sturm. Treibgut. Was haben wir denn da? Rum, Zucker, Holz. Das ist eine Kiste. Da muss ich mal ganz kurz nachgucken. Abstack und Herausforderung. Entdecker. Alle Kisten. Gibt es irgendwo? Ach du Scheiße. Alle Truhen unter Wasser gibt's schon, aber nicht alle Truhen. Also können wir da drauf scheißen. Gut. Yay. Ah, das ist doch passend. Und das... Der Horizont sieht auch richtig geil aus. Für mit der Sonne dann noch links mit den Segeln. Machen wir mal so rum. Oh, Mann, oh Mann, du. Das hat schon irgendwie Stil, oder? Jetzt war ganz im Ernst, komm, das hat doch echt Stil. Oh, leck mich am Arsch. Marsegel fest, zurren! Kaffeesegel lockern, einholen! Feuer! Komm, mach mal eben Platz. Nicht so schnell. Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Bereit zu feiern, Sir! Alles klar für den Aufprall! Bumm! Feuer! Schaden angerichtet! Na. Feuer! Lass sie dafür bezahlen! Gab jetzt zwar nicht so viel, aber ich habe jetzt keinen Bock zu entern. Reine geben! Kräftig! Ich sagte kräftig! Ist doch kräftig, Junge. Meckere die Crew nicht an, ja? Wir sind die Rummer-Piraten, wir müssen freundlich sein, ja? Wir machen alle mit Singen freundlich. One Piece, Leute, wissen, was ich meine? Echt jetzt. Schiffskopf, Waffen raus! Kutscher, verdammte Royal Navy! Feuer! Er kann immer gar nichts. Ein Wrack mehr! So, nö. Feuer! Da ist sie am Schlecken, herunter! Warten auf dein Zeichen! Feuer! Danke! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Dann machen wir dir den Platz auch kein Ding. Feuer! Hab ich nichts gegen? Sind bereit, Sir! Sind bereit, Sir! Feuer! Boom! Feuer! Das ist umgeschützt! Schießt! Er hat Befehle gekriegt! Wir haben gerade jemanden mit den Fässern getötet. Das gibt's nicht. Bewegung, verdammt! Gib mir etwas Fahrt! Das hab ich jetzt auch nur gemacht, weil ich echt gerade keinen Bock hab, die... Das nächste machen wir dann, weil sonst mal wieder Verfolger und so, das will ich nicht. Setz jeden Zoll Segel! Aber nicht für so kleine Gegner, da streng ich mich nicht an. Steuern genau auf die Klippen zu! Locker trimmen, alle Segel einholen! So, jetzt können wir anlegen. Ui. In the water, in the deep, deep water. Weil wir sind so nah an der Insel dran, trotzdem noch so weit weg, ey. So ein Schiff ist schon krass irgendwie. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Ach komm. Ja. Komm. Hey, hide in the grove.
nein. Ich schätze mal, es war ein Kampf. Ah, ich hoffe, wir sind im Kampf entwickelt. Das ist nur so eine kleine Vermutung. Wobei es kein Kampf war, es war eigentlich ja nur ein Niedermetzeln, aber... Naja. Ach, die geben uns gar nichts, aber... Ist ja ärgerlich. Tut mir natürlich leid, ne? Aber, naja. Ups. Jetzt muss ich so einen Umweg laufen, im Ernst? Die macht's dann aber auch immer so weit, ey. So. Jetzt bin ich ein ganz witzigen. Du bist weg. Du bist weg. Bam. Ha, kein Ding. Gibt's einen Assassinenauftrag? Interessant. Opia? Oh, ruhig, Milady. Ich dachte nur, ihr braucht Hilfe. Warum? Was ist euer wahres Motiv? Euer Name stand auf einer Karte. Und ich habe sie einer Bande Templer verkauft, aus Versehen. Wir alle machen Fehler. Ach, typisch. Uns einen Templerdolch in den Rücken stoßen und sich dann als Retter aufspielen. Seht, ich mache es wieder gut, Lady. Außerdem suche ich einen Schlüssel. Ich dachte, ich helfe euch. Und dafür behalte ich den Schlüssel, wenn wir... Gut. Ihr seid beleidigt. Ich gehe. Wir fordern euch zur Jagd heraus. Sammelt mehr heute als wir und ihr gewinnt. Leicht. Abgemacht. Hey, uncool, du darfst schon anfangen. Seid ihr witzig, ey. Seid ihr witzig, ey. Ganz ehrlich. Das war nur Glück. Wenn die markiert die Stellen? Ja, Tatsache. Wenn die sogar wirklich, der Hammer. Ja. Komm. Lauf schneller. Eddie Wardy. Das ist unfair. Meins. Hä? Nichts da. Ah, neues Ziel. Sehr gut. Kein verschiedener XXL. Das
Hyperspeed. Euch offenbar nicht im Blut. Halt die Klappe. Du kriegst den Fett schon noch weg. Glaub mir, Mädel, du. Da. Ihr gewinnt niemals. Doch. Genau das tue ich. Den einen kann die haben, dann gehe ich mich hier hin zu den anderen beiden. Was? Nö. Glaubt ihr, dass ihr uns schlagen könnt? Noch eins für euch, doch das sorgt mich nicht. Klar juckt dich das, du Tusser, du. Ihr seid hartnäckig, aber lange nicht so schnell wie ich. Hab's gefunden. Nein! Ah, komm. Lass mich in Ruhe, du Scheißvieh. Ach so. Nö. Nein. Oh, verdammt. Hab ich getroffen. Oh. Ein weißer Jaguar. Guter Fang. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Wir nehmen eure Hilfe an. Wobei? Seht. Regatten? Warum? Gibt es dort irgendwas außer Fisch? Nein. Das sind eure Templer. Ihr habt ein Schiff und ein bleiches Gesicht. Transport und Pass. Trefft uns auf Grand Cayman und helft uns dort. Mission complete. Ah, mal geil. Nein, nicht Herausforderung. Ah, zum Glück. Ja, ja, ich weiß, dass ich Waffen wechseln kann. Ist mir bewusst. Weg da. Ach, wird mir jetzt nicht angezeigt. Arschig. Ach, da brauche ich ja beide, stimmt ja. Da muss ich erstmal looten. Stimmt ja. Und jetzt gehen wir zum Aussichtspunkt und wir haben 38 Minuten voll. Der Wahnsinn. Dann müssen wir die Folge hier mal schnell beenden. Maximal über länger. Gar nicht. Komm, komm, komm. Edward, schneller hier. Schneller. Und mit diesem wunderschönen Anblick, jetzt werde ich die Folge beenden. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.